Hallo, guten Abend. Wir haben ein Nachtgedanken-Spezial. Es ist der Abend des ersten Halbfinals und, was sollte es anders sein, die Prognose der OGAE. Die Wertung unseres OGAE-Teams, das habt ihr vielleicht schon gesehen, steht online auf Facebook und bei uns auf der Website ogae.de. Das ist die Wertung, aber die hat möglicherweise gar nichts mit dem realen Ausgang zu tun, denn da kommen ja ganz andere Faktoren mit hinein. Und wie es ausgeht, das versuchen wir euch jetzt zu sagen. Wahrscheinlich liegen wir auch komplett daneben, aber zumindest ein Versuch ist es wert. Reinhard ist da, Reinhard Ehret, und wir beide haben uns ein paar Gedanken gemacht. Haben wir, ne? Ja. Versuchen mal ein bisschen herauszufinden, wie könnte es heute Abend ausgehen. Reinhard, was glaubst du? Gehen wir durch. Wir gehen mal durch. Litauen schafft's. Litauen schafft es unbedingt, ist sogar mein großer Favorit. Ich glaube sogar, sie werden dieses Halbfinale gewinnen. So, und jetzt sind wir das erste Mal zweierlei Meinung, weil ich glaube, dass es die Slowenien auf Platz 10 schaffen wird. Und ich glaube, die Slowenien könnte es auf Platz 11 knapp nicht schaffen. Also das ist einer dieser Wackelkandidaten. Bei den Slowenen, die kann tragische Elfte werden, kann aber auch glücklich in 10. oder 9. sein. Alles ist drin. Ja, stimme ich dir zu. Die Russin ist sichere Bank. Die ist so großartig geworden in den letzten Tagen. Sichere Bank, auf jeden Fall drin. So, und ich wage ja jetzt die Prognose, dass erstmals seit 35 Jahren Schweden nicht im Finale sein wird. Weil, das ist zwar ein toller Sänger und auch eigentlich eine relativ schwungvolle Darbietung, aber irgendwie ein bisschen fantasielos, und das Lied ist ebenfalls fantasielos. Ich bin da echt ein bisschen skeptisch. Ich stimme dir zu. Nicht, dass es 35 Jahre her ist, sondern es war erst 2011. Ist das Spiel. Aber macht nichts. Zusammen. Macht zusammen fast 35 Jahre, genau. Die Schweden, auch die Wackelkandidat, auch die können ganz unglücklich ausscheiden auf Platz 11, können knapp reinkommen. Ja. Es wird wackelig, und das ist für die Schweden ja eigentlich schon ziemlich schlimm. Das ist allein schon schlimm genug, ja. Australien sehe ich auch raus, weil sie hat erstens mal in dem Video, das ja sich nicht verändern kann, finde ich, nicht so perfekt gesungen. Also daran merkt man aber auch, dass es tröstlich, dass es live ist. Aber es ist nicht so überzeugend, und sie wirkt da auch nicht richtig mitreißend. Das Lied ist ein bisschen eintönig sowieso, und da hätte es, glaube ich, eher die Performance hier auf der großen Bühne gemacht. Ich sehe sie draußen, leider. Und das wäre das erste Mal, richtig? Das wäre tatsächlich das erste Mal, dass die Australier, seitdem sie mitspielen dürfen, 2015 war das, wären dann raus. Ich sehe es genauso. Und ähnlich auch wie du ist der australische Auftritt heute Abend oder der Beweis, dass eben Video und Live doch noch ein Unterschied ist. Video kommt an den Live-Auftritt nicht heran. Und das neben dem Lied, das jetzt vielleicht nicht ganz so stark ist wie australische Beiträge in den vergangenen Jahren, wird vermutlich dazu führen, dass Australien das Finale nicht erreicht. Bei Nordmazedonien mache ich ein bisschen Wunschdenken. Ich wünsche mir, dass er drin ist im Finale. Und das sage ich jetzt, ich behaupte einfach mal, er schafft's. Nein, er schafft es definitiv nicht. Ist ein netter, kleiner Kerl. Warum ist dieser leuchtende Panzer, wird ihm wahrscheinlich das Genick brechen. Wahrscheinlich. Und überflüssig. Das Lied dramatisch. Das stimme ich dir zu. Obwohl er möglicherweise der beste Sänger in diesem Halbfinale ist. Ja. Aber ich glaube, das wird ihm nicht helfen. Und Nordmazedonien wird nach dem tollen Abschneiden vor 2 Jahren, als sie die Jurywertung gewonnen haben, dieses Mal das Finale nicht erreichen. Dafür ist Irland raus. Irland ist raus. Leider. Irland ist raus. Sie hat heute auch in der Probe heute Nachmittag richtig schlecht gesungen. Das klang echt ein bisschen bedauerlich. Mir tut es ein bisschen leid, weil ich so an Irland auch hänge, aber es hilft nichts. Also die Show ist auch eine nette, aber ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verfranst. Das leidet das Lied darunter. Sehe ich genauso. Dem ist nicht hinzuzufügen. Irland leider mal wieder raus. Zypern leider mal wieder drin. Ja, die sind drin. Das ist diese Art Lieder, die hat Anhänger. Mit einer guten Platzierung werden die im Finale sein. Keine Frage. Norwegen auch. Norwegen, finde ich, ist der stärkste nordeuropäische Beitrag in diesem Halbfinale. Sind auch nur 2 drin, also daher nicht so schwer. Die werden es schaffen, ja. Dann nimmt er seine Brille ab und zeigt seinen Tick. Ganz genau. Das wird möglicherweise, wenn das vom Kommentator nicht erklärt wird, irritierend wirken auf manche Zuschauer. Vielleicht hat er auch einfach nur was ins Auge bekommen. Ich hoffe, die Kommentatoren werden das erklären, warum er das macht. Bestimmt. Und was der Hintergrund ist. Ansonsten wäre es schwierig. Aber nein, ist ein bizarrer Auftritt zwar, aber er wird es schaffen. Ich sage, Kroatien ist raus. Nee, ähnlich wie Zypern. Es gibt genügend Leute, die mögen das. Das ist austauschbar. Kroatien und Zypern,
Die beiden Sängerinnen kann ich ohnehin nicht auseinanderhalten. Nö, die Lieder auch nicht. Die Lieder auch nicht. Sie sehen auch genau gleich aus. Sie haben fast auch das gleiche Kostüm an. Das ist eigentlich auch das gleiche Land. Ja, und das gleiche Lied. Aber sie schaffen es, beide. Naja, ich will wenigstens eins raushaben. Dafür sehe ich, und das ist gewagt, Hooverphonic drin. Ich hoffe darauf, dass die Jurys die musikalische Qualität erkennen und auch diese soulige Qualität der Sängerin. Der Song ist nicht so mitreißend, das gebe ich zu, aber er ist so cool, dass ich hoffe, dass durch die Jurys das reinkommt. Sowas wäre ein toller Farbtupfer, kann man fast nicht sagen, weil es ja so dunkel ist, aber musikalischer Farbtupfer im Finale. Ich hoffe, dass sie es schaffen, deswegen tippe ich einfach mal, sie schaffen es. Ich finde diesen Tipp gar nicht so gewagt, weil ich glaube auch, dass sie weiterkommen. Sie sind ungewöhnlich, haben so ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Halbfinale und werden viele Stimmen auf sich vereinen von Leuten, die sonst hier im Halbfinale vielleicht nicht ihr musikalisches Angebot wiederfinden. Ja. Und daher, doch, Belgien kommt weiter. Israel kommt auch weiter, sage ich. Nein, Israel kommt nicht weiter. Von diesen, sag ich mal, so etwas despektierlich Hupfdohlen-Liedern ist das Schwächste. Und es sind ein paar sehr schrille Momente in diesem, stimmlich schrille Momente in diesem Lied. Und ich glaube, das wird dann doch die Televote abschrecken, wenn sie die Wahl zwischen Zypern, Kroatien und Israel haben, dann doch für eines der anderen beiden Länder anzurufen. Also Israel wird, glaube ich, es nicht schaffen, ins Finale zu kommen. Du kannst durchaus recht haben, aber ich hatte Probleme, heute meine 10 Punkte zusammenzubringen. Rumänien fand ich allerdings zu schwach, um nachhaltig bei den Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Und das auch ein bisschen eintönig. Ich vergesse es selbst immer sehr schnell wieder. Das hat natürlich vielleicht auch mit meinem Alter zu tun, aber möglicherweise auch mit dem Lied. Also ich finde das Lied großartig. Eine tolle Sängerin, ja. Tolles Lied. Das macht mir richtig Freude. Allerdings eher Audio, muss ich gestehen. Dieses Lied ist zum Hören. Die Inszenierung, die sie hinlegen, ist so wirr, dass man irgendwie ständig den Überblick verliert. Daher befürchte ich fast, dass es nicht schafft. Also, obwohl ich dieses Lied sehr persönlich sehr gerne mag, glaube ich, es rutscht durch und kommt nicht weiter. Aber Aserbaidschan kommt immer weiter. Aserbaidschan kommt immer weiter, fast immer. Und ich glaube, sie schaffen es zum zweiten Mal dieses Jahr nicht. Das Lied ist mit einem gerufenen Namen, monoton gerufenen Namen, sind immer schon etwas Bizarres. Und in diesem Lied auch. Wenn man eine Minute lang nur hintereinander Mata Hari hintereinander ruft, nein, das kann nichts werden. Nein, sie scheidet aus. Ja, geschmacklich stimme ich dir zu, aber ich tippe mal, dass sie es schafft. Dafür ist bei mir die Ukraine raus. Die Ukraine kommt definitiv weiter und hat sogar, glaube ich, gute Chancen nach Litauen ganz oben zu landen in diesem Halbfinale. Na toll. Ihr wisst, dass Frank immer recht hat. Also ich sage dir ja nur meine Amateurmeinung. Und Malta ist aber, da sind wir uns einig, oder? Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einfach. Und da Reinhard ja immer recht hat. Und ich meistens mit meinen Prognosen daneben liege, aber hier sind wir, glaube ich, beide auf der sicheren Seite. Malta kann in diesem Halbfinale eigentlich nichts passieren. Ich glaube aber nicht, dass sie das Halbfinale gewinnt. Nee, das glaube ich auch nicht, weil diese Schenkelschau, die ist schon... Ich meine, ich habe nichts gegen diese Schenkel, ja, aber dass man die sich so präsentiert, weiß ich nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tut. Ich weiß, was sie damit sagen will, hier bin ich und so sehe ich aus und jetzt so will ich hier schick sein. Das ist schon alles ganz toll. Sie singt einfach herrlich und darauf hätte sie sich eher konzentrieren sollen als auf das Outfit. Ich hoffe, dass es kostet sie nicht zu viele Punkte, weil der Song ist klasse, er hat so tolle jazzige Elemente, finde ich super. Ansonsten ist es ein schöner, moderner Schlager. Ich hoffe, sie kommt gut durch. Ich stimme dir in allen Punkten zu. Wir sind uns in einigen Punkten einig, nicht überall. Aber das ist ja schön und euch zu Hause wird es wahrscheinlich genauso gehen. Streitet schön, aber friedlich miteinander. Und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß, spannende Unterhaltung. Stimmt doch, oder? Spannende Unterhaltung. Auf jeden Fall, es wird eine tolle Show. Also für ein Halbfinale wirklich schön. Es gibt ehemalige Grand Prix-Sieger zu sehen. Johnny Logan wird toll. Da sein. Und Anne-Marie David wird ein Tränchen vergießen. Ja. Marie Myriam natürlich darf nicht fehlen. Und Lenny Kuhr sieht toll aus. Lenny Kuhr sieht besser aus denn je. Ja. Eine tolle Frau, wirklich tolle Frau. Freut euch drauf, die haben wirklich schöne Sachen sich einfallen lassen. Es ist genau für unser Grand Prix ESC Nostalgieherz und die feiern das schön, modern und kultig. Das wird schön. Das wird richtig schön. Also, macht ein Glas Rotwein auf oder die Flasche und dann das Glas voll. Bis dahin, viel Spaß euch und wir hören uns dann mit Nachgedanken von der Pressekonferenz der 10 Finalisten wieder. Bis
Bis dann. Bis dann. Ciao.